Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pogot. Wir befinden uns gerade in einer Art, ja, nicht in einer Art, wir befinden uns in einer Levelphase. Wir leveln ein paar Perks noch hoch. Wir haben 50er Perks, aber wir haben festgestellt, dass nicht alle davon wirklich gut gegen den Boss sind. Wir können noch mal kurz gucken hier. Halt, da, Pillbox. Und wir haben drei neue Perks bekommen. Die gucken wir uns auch gleich noch an. Also, was haben wir denn? Wir haben, das sind jetzt die Perks, die auf Level 50 sind. Die beiden, also die sechs hier. Die beiden hier sind komplett ausgebaut. Hier fehlt es noch. Aber da können wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Wir haben ein paar von den Sphären gesammelt. Zwei. Zwei sind natürlich... Ach, nö. Okay, 9. 9 bedeutet, wir können mit Sicherheit eine noch auf Max bringen. Sehr effektiv war meines Erachtens nach er hier. Daher schmeißen wir ihn mal hoch. Wir haben zusätzlich die Panzerfaust, dafür wollen wir noch Munition herstellen. Weil ich hatte sie beim letzten Mal getestet und die war sehr effektiv. So, das bedeutet, wir können auch ihn auf Max bringen. Was Angriff, Verteidigung und Leben betrifft. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch zwei Perks, die wir auf jeden Fall hochbringen, weil mein Kampfteam, was ich mir so ausgedacht habe, besteht halt aus diesen dreien, wobei ich hier Postalion immer noch so ein bisschen bin. Und auf jeden Fall aus ihm und ihm. Ihm eigentlich mehr oder weniger, oder sie, oder ja, unser Blumenmädchen, weil sie healen kann und ich hoffe, dass sie dann die Perks hier heilt. Das weiß ich halt nicht. Das müsste man testen. Aber wir gucken mal uns die neuen Perks an, die ich durch Zufall letzte Mal gefunden habe. Also, einmal haben wir ein Valeris Feuer-Pokémon. Wäre auf jeden Fall auch gut. Ein Okay, Pyromane, Flammenkaiser, aha. Hart im Nehmen. Hört sich auch sehr, sehr nice an. Macht Flamme und Bergbau. Ist auch gut. Wen haben wir denn hier? Du machst Flamme und Bergbau? Du bist sogar im Bergbau besser als du. Eieieiei. Und wir haben ihn hier, Blitzibitzi. Strom, Laufen, klingt auch gut. Strom sogar auf Level 4 eigentlich ideal. Er macht halt kein Holz. Aber transportiert. Hört sich auch sehr, sehr gut an. Dann sortieren wir sie doch mal ein. Die waren relativ weit hinten. Die beiden sind hintereinander. Das ist schon mal gut. 1, 2, 3... Hier dahinter. Hier dahinter. Da, vier dahinter. Also hier. Dich und ich glaube du. So, und dann fehlt uns noch der so, wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir ihn denn? Nach unserem Drachen und nach ihm. Okay, Team, Team, Team. Und zwei vor dem Schatten. Ihn müsste man theoretisch noch zugeordnet haben. Halt. Komm mit. So. Irgendwo hier. Aber hier fehlen alle. Dann müssen wir nochmal reingucken. Zwei hinter Vollbart. Okay, das sollte ja halt passen. Dann fast. Ja, hier. Also, könnte hinkommen. Gut, haben wir die zugeordnet. Also, wir würden davon natürlich noch mehr haben wollen, gerne. Weil der ist ja wirklich, also, sorry, wenn ich das mal so sage, die sind alle, also, ja, die haben was. Die sind gut. Gut, gut, gut.
So, wir müssen jetzt die noch hochbringen. Wir haben noch ein paar Bücher, das sind 90.000 und wir haben sogar noch Materialien dabei. Aber wir gucken mal, dass wir noch ein paar Panzerfaustgeschosse produzieren. Wie viel haben wir? 12. Machen wir mal 48. Dann sind nämlich auch unser Polonium. Ne, Polonium war doch radioaktiv. Wir brauchen hier mehr von die Poloniumbarren. Nicht Polonium. Okay. Können wir davon noch welche herstellen? Perfekt, wir können noch herstellen. 150 Stück. Feuer frei. Du bist dabei. Auch gut. So. Dann gehen wir gleich wieder auf die Jagd. Also gehen kurz verkaufen. Denn die Sachen hier können wir verkaufen. Und gehen dann ins nächste Naturschutzgebiet. Halten uns da wahrscheinlich auch wieder einen halben Tag auf. Hätte ich jetzt gesagt. Kohle müssen wir noch herstellen. Carbon müssen wir herstellen. Ah, wir haben so viel zu tun eigentlich. Also können wir 200 tragen? Ja. Ich würde sogar sagen, wir können 250 tragen von der Kohle. Mal probieren wir das mal aus. Und daraus stellen wir dann auch noch Carbon her. Carbon, Carbon, Carbon. Da. Da erst zwar erstmal einen gewissen Vorrat haben. Weiß gar nicht, ob wir Carbon auch für die Bälle brauchen. Könnten höchstens hier oben noch mal gucken, aber das. Ach nee, machen wir nicht. So, ich wollte jetzt. Wir waren hier. Das ist Stufe 3 Naturschutz und wir wollen in die 2 nochmal. Und da ein bisschen abhängen. Weil, wenn wir da Perks bekommen, die wir noch nicht kennen, ist das. Den haben wir, dich. Kann ich auf dir reiten? Auf dir kann ich nicht reiten. Kann ich auch. So, du kannst auch schwimmen. Na dann. Aber du bist langsam, ne? Oder? Auf jeden Fall sind wir über Wasser. So, außerdem haben wir festgestellt, bei der anderen. Das ist ein Witz, oder? Du würdest mich jetzt wirklich rollen. Du bist ein. Aber wir verbrauchen gerade keine Energie. Oh. Das ist interessant. Wir verbrauchen null Energie, obwohl wir auf schnell hier sind. Wir haben festgestellt, dass bei der anderen Stufe 3 Naturschutzgebiet die Kisten respawned sind. Jetzt ist natürlich die Frage, hier kann ich jetzt gerade so auf die Entfernung keine weiteren sehen. Nö, es ist ja nur genau vor meiner Nase eine Kiste. Na klar. Ja, die antiken Dinger brauchen wir nicht. Aber ja, auch hier gibt es einen Kisten-Respawn. Müssen wir uns dann mal angucken. Und wir gehen natürlich hier auf Jagd. Aber warum ist denn das so neblig hier? Kann mir das mal einer verraten? So. Nee, Flamme nicht. Ich brenne schon wieder. Muss halt auf mein Leben aufpassen, ne? Okay. So, den wollten wir fangen.
So, richtig getroffen. Schnaps ist offen. So. Ich habe jetzt hier mindestens 3 Perks gesehen, die wir so abschlachten. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die wir besiegen können, ohne dass das für uns problematisch wird. Boom. Ich geh da mal runter. Du kannst dein Ding durchziehen. Wollen wir uns den nächsten? Der ist da. Wir haben immer noch keine Wachen hier gesehen. Upsi. Ha! So. Gut, dann... Kiste, Kiste, Kiste. Da können nämlich auch Fibeln drin sein. Ich hoffe es auch immer, dass da Fibeln drin sind. Whoop. Nope, schade. Wow! Sind die verbuggt? Weil jetzt sind hier Aufpasser. Müssen wir aufpassen. Wir haben fast keine Ausdauer mehr. Hallöchen. Popöchen. Wieder keine Fibel. Na, 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 na. Danke. Das Einzige, was halt so ein bisschen nervig ist, ist dieses Wechseln, ne? So, nehmen wir die Kiste noch. Die haben wir schon. So, auch erledigt. Hier müsste auch eine Kiste eigentlich sein. Ist da einer? Ich weiß nicht, warum das so dunkel ist. Eigentlich müsste doch Sonnenaufgang gewesen sein. Oh. Übungsfibel. Ah, leider nur die kleinen. So, die Technikbücher können wir schon mal benutzen. Ja, du kannst auch verkauft werden. Da haben wir natürlich jetzt nicht aufgepasst. Okay, so, dann gehen wir einmal im Kreis fliegen und dann gucken wir, was hier neu gespawnt ist. Theoretisch spawnen sie ja, sollten, hier unten wieder neue gespawnt sein, jetzt schon. Ja, siehst du? So ist doch. So. Schnappen wir uns den schnell noch. Da ist ja noch einer. Hallo, Juggies. Aua, aua, ich hänge am Baum. Tu dein Ding.
Aua, warum ich? Ah, Mr. Stone. Ach so, weil ich abgestiegen bin, ne? Weil ich abgestiegen bin. Na klar, Feuer frei. Chris, komm. Willst du nicht? Aber guck doch mal. Ich hatte das Gefühl, dass der Ring nicht mehr wirkt. Sehr merkwürdig. Gut, wir gehen mal kurz Forschi-Forschi machen, gucken, ob wir, wie viele Kisten wir hier haben. Ob wir Übungsfibeln drin finden. Wie gesagt, Technikpunkte sind mir gerade relativ egal. Da nicht. Wir müssen halt nur zwischendurch landen. Weil er nicht so lange, weil er nicht schwimmen kann. Warum auch immer er. Aber das müssen die auch angepasst haben. Weil ich bin mir sicher, ich konnte vorher mit meinen über Wasser schweben. Und Energie auftanken. Da haben wir schon mal eine Kiste. Ne. So. Auch nichts. Ich glaube, da drüben ist noch einer. Auf der nächsten Insel. So. Oh, er ist schon 45. Stimmt, er ist 45. Jetzt ist schon mal gut. So, Fleißamulett brauchen wir nicht. Aber oh, die Kiste war so schwer. Also, manche Kisten sind einfach so schwer zu erkennen, ne? Inventar ist voll. Was liegt denn hier noch? Elektro. Fasern können wir auf jeden Fall entsorgen. Das ist... Ah, okay, noch so einer. Ja, wie gesagt, das hier kann alles verkauft werden. Ups. Nee, die falsche Kugel weggeschmissen. So, weiter, weiter, weiter. Suchen, suchen, suchen. Wer suche, der finde. Wer drauf tritt, verschwindet. Da müsste noch eine sein. Würde ich erstmal behaupten. Eine goldene. Kein Inventar. Wegen Offensivamulett. Was wir auch nicht wirklich brauchen. Aber wir nehmen es mal mit zum Verkaufen. Dann müssen wir wohl gleich mal rüber, nachdem wir... Also hier sind ja keine weiteren. Gehen wir nochmal Lugi-Lugi machen. Dann müssen wir wohl oder übel jetzt verkaufen gehen. Das hat man nämlich eigentlich vergessen. Okay. Die da sind auch weg. Interessanterweise. Hallo. Okay, es funktioniert doch noch das Amulett. So. Ich weiß nicht. Guck
mal, wen haben wir denn da? Na gut, dich kennen wir aber schon. Aber dich könnten wir noch gebrauchen. Ist gar nicht so zu gucken. Hallo? Du brauchst auch nicht wegrennen hier. Aha. Ey, das gibt's doch nicht. Ups. Okay, damit gehen uns sogar die Bälle aus. Ist ja auch nicht unbedingt verkehrt. Ich glaube nämlich, von dir habe ich nur einen niedrigen. Na, 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 na. Haben wir? Nee, haben wir nicht. So. Hallo? Aua. Aua. Problem bei der Flamme ist, die kann ihn verbrennen. So, haben wir. Hier war doch aber noch einer. Ich bin noch nicht blind gewesen, oder? Das waren noch zwei auf dem Haufen. Wo ist der zweite hin? Nein, du bist tot. Dich brauche ich nicht. So. Da ist wieder einer gelevelt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir. Wir haben eine Fibel nur gemacht. Das ist wirklich nicht viel. Und das jetzt hier ist so... Wow. Wir gucken einfach oben nochmal. Ihr sagt, wir wollen eigentlich hier eine Weile rumeiern. Einfach um zu sehen, ob wir vielleicht das ein oder andere Pearl, was wir noch nicht haben, doch noch bekommen. Oh. Die sehen, ob das Seelenfaller soweit reicht? Boah, zumindest. Na toll. Kümmere dich mal drum. Danke dir. Ja, da haben wir die Pearls jetzt da auch weggemacht. Haben wir hier wieder neue? Ja. Okay. Ein. Zwei. Und da ist noch einer. Da sind aber die Wachen. Die Wachen gefallen mir immer nicht. Weil wenn die mich sehen, oder auf Deutsch gesagt erwischen, bin ich im Eimer. So, dich will ich aber gerne fangen nochmal, weil ich glaube, da könnten wir noch einen gebrauchen. Aua.
Sehr schön, haben wir auch. Da hinten läuft noch einer, aber hier waren da noch die. Sind die denn jetzt schon wieder hin? Nicht schon mehr weg? Nee, die sind noch da, okay. Ihr könnt da ruhig stehen bleiben, kein Problem. So, ich bin erstaunt, dass wir nicht wieder reingefallen sind bisher. Noch haben wir Pöbele. Das Problem ist nur, dass der Angriff so lange dauert. Die könnten wir tatsächlich beide in einem Schwung abarbeiten. Aua! Das tut weh. So, haben wir. Schade, vorbei. Das erledigt er mal. Ja, damit muss auch er sich jetzt ausholen. Noch fackelt er. Ich weiß gar nicht, können wir ihn irgendwie löschen? Mist, wir müssen das jetzt auf die Art machen. So, und ab runter und dann gehen wir ab. Wir müssen jetzt nach Haus. Nach Haus, nach Haus. Oder Verkauf, Verkauf. Egal wie rum. Boah, bist du langsam. Ab ins Wasser. Da müsstest du doch eigentlich so viel schneller sein. Im Wasser. Aber naja. Gut, uns gehen die Bälle aus. Das ist schon mal Nummer uno. So, jetzt können wir nämlich hier... Oh, okay. Also wir können im Tiefwasser, ohne dass wir Energie verbrauchen, auf Schnellreise mit ihm gehen. Das ist gut zu wissen, weil so schnell ist es auch nicht. Aber wir können halt dauerhaft auf schnell bleiben. So. Ja, wir müssen halt noch, was wir auf jeden Fall sammeln müssen, ist, wie heißt's? Ist das schon? Seelen? Damit wir die anderen Pearls auch noch hochkriegen. Das bedeutet, wir müssten vermutlich in der Wüste und wieder im Schneegebiet für die großen Seelen. Also Schneegebiet ist doof, die Seelen zu farmen, muss ich ehrlich so sagen. Wo sind jetzt los? Hallo? Ist hier eine Alpha-Wand? Ich komme nicht weiter. Was war das denn? Ist der die Kante nicht hochgekommen? Weil jetzt verbrauchen wir ja wieder Energie. Jetzt sieht mir ja fast danach aus, ne? Das Pearl ist zu groß. Okay, du bist, hast dich nur schon wieder mal ein bisschen erholt. Das ist gut. So. Wir gehen. Erstmal zum Fischerdorf.
Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir trotzdem schon angreifen, den Endboss, ne? Den Tome Tower. Weil wir haben theoretisch mit dem Panzer, wenn die Panzerfaust Moon fertig ist, haben wir genug. Verkaufen. Das. 22k. Yep. Auch das können wir verkaufen. Ja, ja. So. Den Rest. Weil eigentlich wollte ich ja das Pearl, was wir jetzt dabei haben, sehr, sehr gerne auch im Endfight dabei haben, weil es ist das exakt identische, also, naja, exakt, es ist das gleiche Pearl, was auch er hat. Panzerfaustmunition ist fertig, sehr gut. Das kam da rein. Warum ist das denn noch da? Mist, eins vergessen zu verkaufen. Halt. Gabon. War Blitz hier? No, Blitz war hier. Okay, haben wir auch. Ja. Ich glaube, Munition hätten wir genug. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir haben jetzt wieder für einen Panzerfaust-Moon. Wie schwer ist denn die? 30 Kilo. Das bedeutet, so ein Schuss ist nicht gerade ohne. Du bist... Das bedeutet, wir brauchen 16 von denen. Tatsächlich. Haben wir denn da welche auf Lager? Nicht wirklich. Okay. Gut, dann können wir sortieren gehen. Problem ist natürlich, uns gehen natürlich auch die Pelle aus. Um weiter fangen zu können. Aber wir haben hier ordentlich gefangen, sprich theoretisch. Er ist ja auch ein... Ja, auch ein Feuerpöhr. Könnte also... Haben wir einen, der... Okay, hier haben wir noch einen 45er. Was warst du? Okay, du hast an sich harte neben Sadist und Handwerkermeister. Ja, doch. Sollte passen. So. Ja, da fehlen natürlich noch einige, ne? So, genauso. Du bist gerade mal Stufe 1. 0. Also da könnten wir tatsächlich fangen. Bei dir weiß ich es gar nicht. Bei dem Fluffy. Haben wir den draußen? Nee. Wo ist denn unser Fluffy? Er könnte auch drüben aktiv sein. So, dich hatten wir. So. Könnte auch drüben. Wir gehen mal kurz drüben gucken, ob der da wirklich aktiv ist. Da ist Fluffy. Er ist aktiv. Aber er ist ja gerade mal 26 Workaholic. Hier haben wir auch einen Workaholic. Workaholic. Ja, aber okay, das ist nicht weiter schlimm. Wir werden euch einfach verkaufen, weil er ist schon auf Stufe 1. Okay, dann können die Pearls theoretisch auch weg. So, wie sieht's denn hier überhaupt? Also wirklich. Wenn ich hin. Nee, du kommst her. Du kommst gefälligst her. Hör auf. Wir sind mit Sammeln beschäftigt. Ja? So.
Mit Sammy. So. Dum, dum, dum. Hey. Ah, Entschuldigung. Ich gehe davon aus, wenn wir das nur sammeln. War ein Problem. Oh, hätte ich den Stützpunkt von Anfang an gewusst, wäre das wirklich so mein Hauptstützpunkt oder wäre das definitiv Nummer 2 in allem geworden. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben Barren, Holz, Kohle. Wir haben Essen fertig. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die 100 Barren noch mitnehmen können. Aber das können wir mitnehmen. So, die könnten wir theoretisch ja auch nochmal gucken, ob wir nicht nochmal Tomaten anpflanzen können, oder? So. Ich bitte mal. Ja. Da kommt schon. Runde. Ja, hast du brav gemacht. So. Dafür brauchen wir 3 Tomaten und 5 Pörser. Das kriegen wir hin. Bauen wir noch an. Das kriegen wir doch noch hin. So, wir könnten nämlich auch noch ein paar Bälle in Auftrag geben. Ich hoffe, die Ultrabälle, ja, die kosten nur hochwertig. Das ist gut. 32 nur, warum? The Man fehlt mal wieder. Na, klasse. Ja. Yeah. Bau mal ein wenig Zement. So, erstmal die Steinkohle weg. Dann der 5 Pörsaft, hat man gesagt, ne? Ach halt. So, und dann brauchen wir 3 oder brauchten wir 6 Tomaten? Ich glaube 3, ne? Kann ja nachgucken. 3. Okay, perfekt. Gut. Dann die Steinchen können wir hier ablegen. Lup. Yep. Tomaten haben wir auch wieder ein paar da. So, du bist dabei. Und das können wir. Ich komme da schon wieder nicht hinterher, ne? Immer mal kurz, wir helfen euch mal kurz wieder. So. Aber nur mit der Wolle kommen wir nicht hinterher, habe ich das Gefühl. Warum haben wir denn. Achso, wir haben die Steine hier eingesammelt. 4000 Stück, noch klar. So, haben wir. Können wir jetzt eigentlich rüber? Schnell Tomaten. Beet noch bauen. Kiste, Kiste, Kiste. Kleine Sphäre, auch gut. Stimmt, wir müssten eigentlich auch in dem Gebiet hier rumeiern und schnell noch kleine Sphären sammeln, um die Grundausstattung fertig zu machen. So, bitteschön. Baut mal. Dann nehmen wir noch das Eisen mit. Das hochwertige. Bauen wir 150, das sollte passen.
Ja. So. Mal davon auch wieder barren. Gut, dann. So, wie machen wir das jetzt am besten? Wir legen das ab, was wir nicht brauchen. Wir brauchen nicht die Panzerfaust und die Munition müssen wir jetzt nicht mit uns mitschleppen. Das MG brauchen wir gerade auch nicht. Hätte ich gesagt. Das ist das, was wir jetzt erstmal mit uns mitschleppen. Ja, da haben wir wieder was gefunden, was wohin anders hinkommt. Wäre mir sonst nämlich nicht aufgefallen. Gut. Das kann nämlich dann verkauft werden. Können wir schon mal hier ein paar mit einstecken. Dann hätte ich gesagt, gehen wir in die Wüste, oder? Wir fahren jetzt in der Wüste Kisten. Und wenn wir Pearls unterwegs treffen, die schnell gehen, also wo der Angriff fertig ist, machen wir auch die platt, hier mittlere, sehr gut. Ich überlege gerade, wir müssen gucken, ob wir vielleicht die sogar sag schon, ob wir bei den oh, was ist das? Ein Händler. Unangenehmer Pearl-Händler. Warum unangenehm? Ups. Sorry, warum unangenehm? Das verstehe ich nicht. Wirk, diese Pearlfischer stinken, was? Bestialisch, findest du nicht auch? Oh, ein Vagabund. Du dachtest, du seist ein Kollege. Sorry, ich habe keine Ware für dich. Die Viecher hier sind eine Lieferung fürs Dorf. Gibt ja immer welche, die ihre Kohle für Müll verprassen wollen. Okay. Ist das so? Dann habe ich eine Überraschung für dich. Nein, das war eigentlich nicht meine Intention. Aber die. Ja, mein guter Händler, was hast denn du denn dabei gehabt? Keine Ahnung, ne? So. Also die beiden Sachen können wir schon mal sehr gut gebrauchen. Auch das können wir sehr gut. Eigentlich können wir alles gebrauchen, ne? Es kommt halt nur an anderer Stelle hin. So. Wir brauchen einige Pearl-Samen. Samen sage ich schon. Ein bisschen Dingsy-Dongsys brauchen wir. Kisti-Bistis. Keine Kistis. Keine Kistis. Oh, hier keine Kistis. Warum? Na, 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 na. Braucht ihr ja nicht anfangen zu explodieren, ja? Kleinen Mistviecher hier. Ist hier wirklich keine Kisten? Da ist eine. Ich weiß halt nicht, ob der Albtraumball ausreicht,
Sie zu töten. Nee. Dafür reicht's aus. Sehr gut. War da noch eine Kiste? Ja. Aber die braucht, glaube ich, einen Silberschlüssel, ne? Und davon haben wir Gott sei Dank noch ein paar. Das ist eine Seele. Es kann von mir aus auch gerne eine kleine mittlerweile sein. So, dann würde ich sagen, wir gehen noch hoch aufs Plateau schnell. Schnell ist gut. Guten Tag. Beschuss von oben. Weil wir geflogen sind. Ist ja geil. Der Angriff ist einfach geil. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt an der Stelle hier für heute Feierabend und machen dann beim nächsten Mal weiter. Müssen weiter auf die Suche gehen. Ja. Aber wie gesagt, machen wir beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss.